Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Wargroove und wie versprochen heute das Celebrity Deathmatch zwischen Lanfear und mir. Das reimt sich sogar. Hallo Lanfear. Hi, hi. Ja, wie gesagt, Multiplayer-Matches haben wir uns heute Abend vorgenommen oder vielleicht auch Koop-Matches. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen und was wir alles machen. Jetzt die erste Partie, seid ihr dann praktisch live mit dabei. Ich durfte Sigrid auswählen, weil ich einfach schneller war. Und Lanfear hat Nuru ausgewählt. Oder heißt sie Nuri? Nee, Nuru, ne? Ich glaube, Nuru hieß sie. Wir können ja gleich nochmal kurz die Charakterdinger zeigen und vielleicht nochmal kurz den Text vorlesen. Ja, das können wir natürlich gerne machen, klar. Also ich glaube, das geht ja, wenn man hier oben nochmal Kommandant drückt. Warte mal, ich guck mal. Ja, genau, darf ich noch? Bin ich schon drin, genau. Ich lese erstmal Mercia vor. Mhm. Königin von Kirchenstein, Mercia hebt ihr Schwert zum Himmel und heilt alle verbündeten Einheiten in direkter Nähe um 50%. Machst du weiter mit Emmerich? Wollen wir alle mal vorlesen? Okay. Sicher. So, man könnte auch, also das sind alle die Charaktere, die man jetzt halt bei dem Match nehmen könnte. Emmerich wäre auch als getreuer Berater von Mercia, Schild des Altmeisters ist, glaube ich, seine Fähigkeit. Emmerich setzt ein magisches Juwel ein, dessen Aura allen Verbündeten im Umkreis einen Schutzbonus verleiht. Auch nicht schlecht. Ja, ist in der Tat sehr gut, ja. Dann haben wir Caesar, Liebling der Spieler, würde ich mal so sagen. Bester Freund der Königin. Er hat die Inspiration als Groove. Caesars majestätische Präsenz beflügelt, alle benachbarten Einheiten noch einmal einsatzbereit zu werden. Können also doppelt ziehen. Auch nicht schlecht. Vielleicht nehme ich auch Caesar. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz einig. Ja, hier Sigrid, die sich einfach der Standi hier weggeschnappt hat. Obwohl ich noch gesagt habe, wir lassen Sigrid weg. Ja. Moment. Ich habe dazu gesagt, du darfst Sigrid auch wählen. Man könnte zweimal Sigrid wählen. Ja, das könnte man tatsächlich. Es funktioniert. Wir haben es schon ausprobiert. Also Sigrid, unsere Erzvampirin. Ich dachte, Königin der Vampiren hieß es im Spiel. Na gut, sie hat die Aussaugenfähigkeit. Sigrid entzieht einer gegnerischen Einheit sämtliche Trefferpunkte und fügt sie ihren eigenen hinzu. Das ist natürlich Imba. Mittlerweile meine absolute Lieblingskommandantin geworden. Ja, sie ist auch einfach putzig mit den Fledermausöhrchen. Oh. Kommen wir zu Ragnar, die Flickwerk-Valkyre mit ihrem Schildsprung. Sie springt in die Luft und bei der Landung fügt sie allen Gegnern in direkter Nähe 65% des höchstmöglichen Schadens zu. Ist nicht so meine Spielweise. Da müssen wir ja mit ihr wirklich in die Gegner reinstürmen. Oh Gott, nee. Ich bleib lieber hinten. Ja, das ist auch gut so. So, als nächstes hätten wir Valda, Herr der Höllheim-Legion. Er kann, Tote erwecken. Valda lässt ein Skelett vom Boden auferstehen, das sofort einsatzbereit ist. Auch nicht schlecht. Mhm. Kommen wir zu den Floranern mit König Gründaumen, Häuptling der Floraner. Er hat den Wildwuchs, Gründaumen, ja, er hat den grünen Daumen halt, ne? Lässt auf 5 Feldern, im Umkreis von 5 Feldern, Ranken aus dem Boden schießen, die Gegner in den Welt versperren. Den Weg versperren. Was ist das denn für ein Text? Lässt auf 5 Feldern, im Umkreis von 5 Feldern. Das ist ja echt, wie soll man denn das verstehen? Lässt auf 5 Feldern, im Umkreis von 5 Feldern. Okay, ich glaube, das muss man sehen, bevor man das versteht. Ja, dann haben wir die niedliche Nuru, für die ich mich wahrscheinlich jetzt in der ersten Runde entscheiden werde. Sie ist eine kühne Jägerin und kann den Teleportstrahl. Das heißt, Nuru ruft in der Hitze des Gefechts eine verbündete Einheit herbei. Und du, Standi, musst die Einheit bezahlen, wenn man den Text dann so verstehen will. Ja, so verstehe ich das aber auch. Sonst wäre das ja im Vergleich zu Valda, der ja auch einen Toten beschwören kann, beziehungsweise eine Einheit beschwören kann, ja irgendwie... Unfair, oder? Also, ich meine, wir werden es ja gleich dann sehen, wenn du sie wirklich wählen solltest. Ja, wir sehen es dann. Ja, Setch gibt es natürlich auch, den niederträchtigen Meuchler, Serienmörder. Super. Setch nimmt sein Ziel, 35% der maximalen Trefferpunkte. Tötet er es, bleibt sein Groove aktiv und er ist erneut einsatzbereit. Okay. Dann haben wir Koji. Oh, das ist ja putzig mit dem Fuchsviech da oder was es sein soll. Mechanikerprinz. Er hat die Spatzenbomben. Koji entsendet 2 Flugbomben, deren Sprengung Einheiten in der Nähe 50% seines höchstmöglichen Schadens zufügt. Mhm. Von der gleichen Fraktion, Himmelsang, Ryota, der flotte General. Der flotte General. Mit seinem Klingensturm. Ryota stürmt durch eine Gruppe von Gegnern und fügt ihnen dabei 45% seines höchstmöglichen Schadens zu. Ja, ist schon sehr flott. So, und dann haben wir die Kaiserin von Himmelsang, Tenri, die kann den Wirbelsturm. Tenri versetzt mit einem Tornado eine beliebige Einheit mit Ausnahme gegnerischer Kommandanten. Das habe ich bei dir im LP gesehen, die hier. Mhm. Ja, aber leider ohne den Groove zu zeigen. Ja, das stimmt.
Ja, da muss ich auch noch gucken. Ich weiß noch gar nicht, wie man die Groove-Dinger einsetzt. Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht in meinen Runden. Oje, oje. Bist du so ein Greenhorn? Ne, ich habe ja nur zwei Karten bisher gespielt. Ich habe noch nicht mal Card freigeschaltet. Also du hast wirklich noch nichts anderes gespielt. Nö, ich habe nur zwei Runden gespielt. Also das, was du auch bisher gezeigt hast. Ja. Okay. Ja, ich hatte ja leider irgendwie, das Spiel schaltet mir Arcade und Puzzle nicht frei, deswegen kann ich ja nichts anderes machen gerade. Ja, Puzzle habe ich jetzt auch noch nicht freigeschaltet, aber Arcade, wie gesagt, das kommt glaube ich nach der 5. oder 6. Mission, das dauert nicht so lange. Ja, gut. So Leute, hier kann man übrigens auch noch die Farben wechseln und ich finde, Nuro sieht in jeder Farbe außer Grün echt gruselig aus. Also ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen. Boah, das sieht wirklich monsterhaft aus. Ja, in Palmon-Grün gefällt sie mir am besten. Das nehme ich auch. Gut. So. Ja, wie geht's jetzt weiter? Wie wählt man jetzt eine Karte? Also ich bin jetzt auf bereit. Die Karte habe ich schon ausgewählt. Für die schon bei mir geguckt haben, das ist die kleine Wüstenkarte. Ah, okay, die fand ich gut, ja. Die ist cool. Ja, also meine Einheiten halt in Blau und deine in Grün. Schön. Ich wünsche dir viel Glück und ein gutes Spiel. Ich mach dich fertig. Das sehen wir ja noch. Oh je, ich hab Angst. Klatsch. Nein. Wer ist denn dran? Was? Ey, warum? Doch nicht schon am Anfang. Lass mich in Ruhe. Nö, doch. Oh Gott. So. Tschüssi. Mhm. Das fand ich jetzt nicht nett. Was? Oh Gott. Ist das so zeitversetzt? Ich glaube, da bin ich bei 5, 6 Sekunden. Ja, bei mir war jetzt gerade der Angriff. Ja, passt schon. Jetzt besetzt du gerade ein Haus. Aha. Jetzt besetze ich noch ein Haus. Echt? Bei mir besetzt du gerade noch das erste. Jetzt so das zweite bei mir. Na gut. Ja, ein bisschen zeitverzögert, aber es passt schon. Wir können ja auch so herumquatschen. Okay. Achso, Sigrid darfst du auch noch, okay. So, das war's. Ich bin fertig. Mein Gott, ein Hund. Guck, das sehe ich tatsächlich gar nicht, deine Anzeige, wie du die Viecher hier aussuchst. Ah, okay. Okay. Okay, was habe ich denn hier jetzt Schönes? Ich habe Schwertkämpfer und was bist du? Ich muss mir erstmal angucken, was ich hier habe. Ein Bogenschützen. Ah, okay. Ach ja, das soll ein Bogen sein. Okay, habe ich nicht erkannt. So, was kann ich machen? Ich muss ja erstmal gucken, wie das Ganze hier funktioniert. Ich kann mir irgendwas kaufen. Das ist natürlich schön. Ist das putzig? Oh Gott, ist das niedlich. Oh, guck dir das mal an. Warte, das rekrutiere ich jetzt gleich mal. Moment, ich muss mal kurz lesen. Schnelle Einheit, die kritische Treffer landet, wenn sich neben dem Ziel ein weiterer Hund befindet. Ein Hund, okay. Ja, das soll ein Hund sein. Das sind die Hunde der Florana, ja. Ich mach mal so ein Hündchen, das ist ja so niedlich. Guck dir das mal an. Siehst du schon? Mhm. Oh, ja, es sieht eher aus wie ein Frosch gekreuzt. Ja, ich hätte es auch nicht als Hund erkannt, aber es ist putzig. Muss man schon sagen. Und wird sich okay. Mercy ja auch noch fragen, was das für Viecher sind in der Kampagne. Dauert auch nicht so lange, wir es bald herausfinden. Ah. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist ein ganz normaler Schwertkämpfer, ja. Okay. Tut mir leid, dass ich gerade für meine Züge extrem lange brauche. Ich muss mich hier echt noch ein bisschen reinfuchsen. Mach nur. Ist nur wirklich schade, dass man das nicht sieht, was du hier jetzt... Ja, das wäre natürlich noch schön. Guck, Leute, an die Zuschauer gerichtet. Es lohnt sich also tatsächlich, auf beiden Kanälen sich das anzugucken. Damit ihr bei beiden seht, wie so die Entscheidungsphasen waren. Oder beide Videos nebeneinander und dann genau zeitgleich starten. Oh, das wäre auch cool. Aber kriegt man das so gut hin mit dem Sound? Ich glaube, das wird nichts. Ja, einfach nur dein Sound. Oder mein Sound. Wir sind ja beide gleichzeitig zu hören. Ja, verstehst du? Stimmt. Ja, das... Voll clever von mir, ne? Ja, ich weiß. Ja, so ein bisschen. Hey. Schon manchmal... Jetzt kam es erst, Mensch. Was soll das? Was denn? Darf ich dir einen Tipp geben? Du hast jetzt ja noch eine Schwerteinheit übrig, ne? Erober damit auf jeden Fall ein Dorf, sonst machst du kein Geld. Oh, ja, daran habe ich nicht mehr gedacht. Okay, gut, dann... So. Guck, das hätte ich jetzt komplett vergessen mit dem Besetzen. Ja, ohne Moos. Die Einheit, die ich beschworen habe, darf ich immer erst in der nächsten Runde, ne? Genau. Okay. Kann ich auch mit meinem Kommandanten ein Dorf besetzen? Geht das? Ja, tatsächlich. Ja, du spielst mit Maus und Tastatur, ne? Genau. Wenn du auf eine Einheit draufgehst und dann Rechtsklick machst, dann öffnet sich so ein Infofeld und da steht dann immer, was die können. Eine starke, schlaue und temperamentvolle Jägerin zu Besuch im Land der Florana. Da steht besetzt. Genau. Also hier oben links, ne? Besetzt heißt dann, es kann ein Dörfer besetzen. Gut. Ja. Das mache ich. Dann ist die wenigstens auch hier in Sicherheit, dann muss ich mit der nicht los. Finde ich gut.
Ja, gut, dass man das dann wenigstens aussieht mit dem Besetzding. Also auch wenn der andere das macht. So, auf jetzt. Mhm, ich bin gespannt. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, alle drei. Oh. Doch, 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 doch. Oh Gott, die Arme. Oh Gott. Okay, das war hart. Nicht ein Hund, oh Mann. Okay. Ach Quatsch, alles gut. Autsch. Am I invited? Infanterieeinheiten können auch über Flüsse gehen, so wie jetzt gerade Sigrid das bei mir gemacht hat. Hm. Pferde können ich das schon nicht. So richtig verstehe ich das Laufsystem tatsächlich immer noch nicht, wer wo auf einmal laufen kann und sich hinstellen kann. Ich habe gesehen, wenn man sich in einen Fluss stellt, dann kriegt man auch Minus, ne, auf die Schutzdinger. Genau. Na, noch ein Hündchen. Okay. Dann. Ja, was ist denn jetzt am klügsten? Kann ich mehrere Einheiten rekrutieren eigentlich? Pro Kaserne immer nur eine Einheit. Okay, gut. Okay. Wo sehe ich denn, wie viel HP meine Einheit noch hat? Da unten links? Unten links, ja. Ja, die kleine Zahl unter der Einheit. Und wenn da keine Zahl steht, dann hat sie halt noch volle Energie. So, jetzt musst du mir mal kurz erklären. Ich kann ja eigentlich mit meinem Char heilen, aber wenn ich jetzt zu meiner Einheit hier gehe, dann steht da nur warten und ich kann sie nicht heilen. Genau, du musst mit deiner Kommandanteneinheit erst den Groove aufladen. Das heißt, andere Gegner erstmal erschlagen. Ah, okay, also bringt mir das gar nichts, wenn ich die ganze Zeit vor den Gegnern wegrenne und die nicht mal. Also wenn du den Groove haben willst, dann musst du schon in den Kampf gehen, ja. Okay, verstehe. Okay, macht Sinn. Kann ich? Ach so, ich kann ja auch kampieren. Das geht ja auch noch im Notfall. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier mit der Bogenschützin am besten was reiße. Boah, da ist das alles nicht. Ja, gut. Kann ich hier angreifen? Ja. Mal gut, machen wir mal. Ich muss mich erstmal reinfinden hier. Hey, ein Hund. Du machst mit den Einheiten ja auch kritische Treffer. Und wenn du den Bogenschützen nicht bewegst, bevor er schießt, dann machst du mit ihm kritische Treffer. Ja, das weiß ich noch aus deinem LP, aber ich musste ihn ja gerade wegbewegen, weil ich glaube, sonst hättest du ihn hier bald gekillt. Und damit ich jetzt auch nochmal angreifen kann, mache ich das mal. So, jetzt müsste ich eigentlich dein Hündchen hier weghauen, oder? Möglich. Anscheinend. Ja. Shit. Das ist lustig, ne? Ist dir jetzt mal aufgefallen? Du hast ja selber darauf hingewiesen, dass die Hunde ja wegrennen in dem Screen. Aber hier auf der Karte werden die trotzdem zu Geistern, ne? Ach so, auf der kleinen Karte, ja. Also anscheinend sterben sie ja doch und rennen gar nicht weg. Ja, Peter hat sich schon beschwert. Also das Spiel wird wahrscheinlich indiziert. Ja, ich glaube auch. Okay, ah, schade. Ich komme mit der Schwerteinheit hier nicht wirklich mehr. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen strategisch überlegen. Wie ist denn das mit der Schwerteinheit? Ach, neben dem Komma. Ach, das ist ja gar nicht mal so schlecht, ja. Dann gehe ich schon mal hier hin. So, jetzt habe ich noch einen Hundi. Ja, kann man machen. Oh, die sind so süß. Boah, gar nicht mal schlecht. Wow. Hast du das gesehen? Bäh. Doofe grüne Hunde. Huch, Sandsturm. Jetzt guck dir das an. Nicht die Hunde. Nein. Nein, 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 nein. Doch. Oh, alle vier. Oh, das ist böse. Okay. Nee, bleib mal mit der weg. Mal gucken. Willst du dir da oben mein Dorf schnappen? Wieso denn dein Dorf? Das ist mein Dorf. Das habe ich besetzt, da hängen meine Flaggen. Das im Norden? Nein. So, tschüss. Das. Ja, aber das hier unten. Naja. Immer mit der Ruhe. Ah, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Aber die Kommandanten halten viel aus, oder? Na gut, geht so.
Ja, können auf jeden Fall am Anfang viel austeilen. Wow, alle vier hat sie weggehauen. Krass. Okay, nicht schlecht. Ha, es war die Rache für meine Hündchen. Oh Gott, du hast jetzt mehr Einheiten. Ah nee, genauso viele. Nee, genau, ja. Okay, ich wollte eigentlich mit meiner hier... Wann sehe ich denn eigentlich... Ach so, da unten jetzt der Blitz 100% heißt, ich habe den Groove oder was? Ich sehe das, ja, aber nein, ich glaube... Doch, hast du wohl, ja, doch, jetzt sehe ich das. Weil es gerade schwer zu sehen durch den Sandsturm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, Hündchen kann kein Gebäude besetzen, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht so gut. Aber ich kann... Ja, das ist vielleicht eine Idee. Mal schauen. Ui. Ha. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich mit dem Bogenschützen dann auch noch reinhauen. Geht aber gar nicht. Ah, Kacke. Okay. Ist natürlich blöd. Halt. Oh Gott. Ich verklick mich 100 Mal. Okay, die war die angeschlagene. Also lieber mit der... neben dem Kommandanten befinden heißt wirklich der Kommandant auf dem Nebenfeld, ne? Jetzt auf was bezogen? Na, wenn beim Schwertkämpfer, wenn der die kritischen Treffer kriegen muss, muss die Kommandantin wirklich so neben ihm stehen und nicht diagonal oder drei Felder weiter weg. Ja, so verstehe ich okay. Das, ja. Okay, gut. Gut, dann muss ich jetzt kurz mal überlegen, was am klügsten ist. Kampieren kann man ja auch, ne? Kostet nur ein bisschen Geld. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Und beendet den Zug dann halt für die Einheit. So, erstmal das. Wie viel kostet dann das? Sehe ich das irgendwo, wenn ich jetzt... Hä? Nee, ich kann gar nicht kampieren. Warum das nicht? Doch, du hast gerade irgendwas gemacht. Du hast gerade 150 Gold verloren. Nee, das ist... Hier, ich habe eine neue Einheit geholt. Ach so. Kann ich nicht die Figur loslaufen lassen und dann auf kampieren? Muss ich das an der Stelle machen, wo die ist? Nee, du kannst auch links, rechts oder überhalb des Dorfes gehen. Geht nicht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ich will gerade die Bogenschützin. Die will ich hier gerade irgendwo an... Ach, da geht's. Ach, das ist ja krass. Ich kann nicht hier auf diesen Stein gehen und da kampieren. Ich kann aber da drunter kampieren. Okay, das ist eigenartig. Genau, also vertikal geht's nicht. Okay. Oh, das ist ja super teuer. Ja, das ist immer die Frage. Lohnt sich das, eine neue Einheit zu holen, oder? Ja, ich glaube fast, das lohnt sich nämlich eher nicht. So, okay, Teleportstrahl. Das ist, das war jetzt, ich kann eine Einheit hin teleportieren. Das würde ich auch gerne eigentlich mal ausprobieren. Moment. Ich muss es wirklich bezahlen. Wenn ich hier auf Teleportstrahl klicke, dann kriege ich das gleiche Menü wie bei der Kaserne tatsächlich. Ah, okay. Ja, und jetzt könnte ich halt das kaufen, was ich hier haben möchte. Okay, gut, dann ist das schon mal erklärt. Also tatsächlich, oder ich hätte es aber cooler gefunden, wenn du es jetzt bezahlen müssen. relativ. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn ich hier hinlaufe, ob ich... Nee, dann laufe ich da nicht hin, dann mache ich da die Einheit hinsetzen. Tut mir leid, dass es gerade so lange dauert. Ich gucke einfach mal, wie das hier alles so zusammenhängt. Entschuldigung. So, jetzt müsste ich hier in Krit landen eigentlich. Die Kommandantin steht neben mir. Sehr schön. Super, Jungs. Oder Mädels? Ich bin mir nicht sicher. Gut, das hätten wir. Ja, dann gehe ich mit ihr mal hier oben sichern. Okay, ich bin durch. Oh Gott, bleib mit Sigrid weg. Ja, ich bin afraid. Oh, hat nicht gereicht. Oh. Aber schon. Ich hab dir ja gar nichts abgezogen. Was ist das für ein Quatsch? Gott. Du wirst entlassen. Verdammt. Das war anders geplant. Naja, okay. No. Was wolltest du denn eigentlich machen? Ja, deine Schwertkämpfer töten. Das wurde mir auch so angezeigt. Es gibt immer, also selbst wenn er 100% steht, kann es sein, dass es trotzdem nur 90% oder 95% angegriffen werden. Also es ist nicht immer eine 100%ige Zahl. Also eigentlich hattest du es gerade so gesehen, als würdest du mich töten können. Genau. Okay.
Gut zu wissen. So, ich bin dran. Yay. So, kann ich mit der Bogenschützin jetzt besetzen? Ja, kann ich. Super. Kriege ich wenigstens mal ein bisschen Kohle. Ist ja furchtbar hier. Sehr schön. Ist eigentlich komisch. Eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, wenn die, die so ein Dorf hier besetzen, auch dann in dem Dorf drin bleiben würden. Das verstehe ich nicht ganz, warum das nicht so ist. Ja, Balancing-Gründe oder was. Auf jeden Fall geben sie die Hälfte der aktuellen Trefferpunkte, die sie haben, gehen sie ab. Das weiß ich, das wurde erklärt, aber ich finde es halt komisch. Eigentlich müssten die ja drin bleiben. Also irgendwie, da ist ja jetzt eigentlich niemand. Just saying. Ja. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Oh Gott, das ist mir hier ein bisschen gefährlich mit Nuru, glaube ich, mit deiner. Oh, ich glaube fast, dass ich mir in Sicherheit bringen werde. Was macht's? Hey. Was denn da? Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, die Figuren sind einfach viel zu niedlich. Du wirst es gleich sehen, glaube ich. Okay, ich lese erstmal kurz, was er kann. Eine starke mobile Bodeneinheit landet kritische Treffer, wenn das Ziel 6 Felder von der Startposition entfernt. Was für eine Startposition? Ja, von da, wo du losläufst. Okay. Da weiß ich nicht, ob das auf der Karte so viel Sinn macht. Ich hätte ihn super gerne, aber ich glaube, auf der Karte ist das Quatsch. Starke Luftabwehr, kritische Treffer bei Schutz von mindestens 3%, 3, kann 20% der TP von Mitstreitern wiederherstellen. Ja gut, einen Heiler brauche ich jetzt nicht wirklich. Den Wagen verstehe ich nicht so ganz. Ja, der Wagen ist eher Quatsch auf dieser Karte. Ja, das ist der Weil Weg ja auch nicht. Ganze Einheiten transportieren. Okay, ich mache jetzt einfach mal was Sinnvolleres, glaube ich. So. Ist halt echt die Frage, Nuru wegbringen oder nicht? Wie sieht das? Oh Gott, nee, das bringt dir gar nichts. Boah, echt gerade schwierig. Deine Secret macht mir gerade ganz schön Angst hier vorne. Ach, die sind doch beide gleich stark. Ich glaube irgendwie nicht so, wenn ich mir das hier angucke. Obwohl, es gar nicht mal so schlecht. Secret ist eine Vampirin. Was will die denn mit einer Pflanze? Da macht die gar nicht so viel Schaden. Moment. Ich habe eine Idee. Warte mal, das wäre super, wenn das jetzt klappt. Oh, das muss ich mal ausprobieren. Wenn ich den bewege, kommt der dahin. Das probiere ich mal. Ach nee, die bewegt sich, glaube ich, nicht weg, oder? Ah, jetzt ist halt echt das Problem mit dem Teleportstrahl, dass ich nicht ganz weiß, wie der funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Gucken. Okay, so funktioniert es. Gut, dann... Doch, dann ist das immer noch gut. Matschkleffen. Rekrut. Ich kann den da nicht rekrutieren. Wieso? Moment, ich muss gerade verstehen, wie das mit dem Teleportstrahl funktioniert. Jetzt vielleicht? Ja, okay. Jetzt habe ich den Teleportstrahl kapiert. So, jetzt kommt er zum ersten Mal in Einsatz. Na gut, das ist immer noch nicht. Eigentlich müsste... Warte mal, das ist doch eigentlich kritischer Treffer, wenn noch ein Hund in der Nähe... Ach, neben dem Ziel. Oh, nee. Ziel, ja. Oh, man sollte auch ordentlich... Ach so, ist ja kein Problem. Kann ich ja trotzdem machen. Ich kann ja die Einheit hier bewegen. Ach, perfekt. Moment. Machen wir erstmal das hier. Oh, hoffentlich lebt da noch ein Hund. Okay, gut. Das war gut. Oh, gut. Okay. So, und jetzt müsste ich ja eigentlich... Ah, ist ein bisschen besser. Nicht geil, aber immerhin kritisch. Ja, ein bisschen. Oh, alle Hunde. Naja. Haben wir es mal gesehen. Okay. Aber ist schon cool. Also damit kann man schon ein bisschen was Cooles anfangen. Was mache ich jetzt? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass du mir nicht meine Häuser hier wieder kaputt machst. Ich mach's trotzdem mal so. Okay, ich bin durch. Es ist schön, mal wieder ein bisschen Strategie was zu spielen. Shit. Are you afraid? Jetzt aber nicht so lange hier, ich habe keine Zeit. So, oh, nicht die Hündchen. Sehr schön. Oh, Menno. Warum sind die Nekromanten denn so schwach? Ach, das sind Nekromanten hier, deine Knochentypen. Mhm. Also mit den Masken und den Knochen. Und da hast du ja kaum noch Einheiten, wa?
Oh Gott, du kannst Aussaugen machen. Ach du Scheiße. Ich habe nicht so viel Geld, wie ich möchte. Das ist wie im richtigen Leben. Kann ich irgendwo sehen, wie viel Geld du hast? Nee. Doch, siehst du oben links. Ach, das bist du. Ach, ich dachte, ich habe 550. Wo bin ich denn? Ach so, ich sehe das nur, wenn ich hier raufklicke, ne? Ah. Machen wir das mal so. Läuft nicht so, wie ich es mir vorgenommen habe. Tja, bin ich ja froh, dass ich es dir wenigstens nicht komplett einfach mache. Ja, zumindest nicht im ersten Zug drauf gehe. Das klappt nicht, okay. Gut, wie mache ich das? Wie weit kannst du gehen? Du kannst bis da gehen. Hier. Also so gesehen auf einer kleinen Karte, wo es wirklich nur eine Kaserne gibt, ist die Fähigkeit von Nuro echt stark. Du hast die Möglichkeit, dann ja, zwei Einheiten zu rekrutieren. Jo. Na, gerade mit den Hunden war das auch ziemlich cool. Natürlich gegen Sigrid jetzt nicht so mega effektiv, aber ansonsten ist es schon ganz nett. Okay, hole ich jetzt erstmal. Ich mach das jetzt hier. Heilt er sich wenigstens voll? Nee, der heilt sich noch nicht mal voll. Ach, ist das blöd. Na gut, immerhin. Wirklich nicht? Nee, war nur auf, ich glaube, 96% hat er jetzt gehabt. Jetzt hat er 96, ja, aber der hatte doch vorher 20%. Also das ist ja praktisch wie voll. Ich dachte halt, er kommt auf 100%. Danke. Ja, auch sind es nur 96. Ja, leider. Mann. Man nimmt, was man kriegt, ne? Das ist aber echt Betrug. Achso, ich sollte vielleicht auch mal gucken. Man sieht ja hier Stärke und Schwäche. Da kann ich ja mal gucken, was du überhaupt hast und mich danach orientieren. Nur erkenne ich die hier leider nicht auf den... Ah, das ist ja blöd. Hier sieht ja alles anders aus. Wie sieht denn ein Nekromant aus? Auf meiner Ansicht hier. Ja, das ist ein Problem. Aber im nächsten Patch bringt uns jetzt natürlich nichts. Werden sie das beheben, dann kannst du da mit der Maus auch drüber fahren. Und dann siehst du ganz genau, was das bedeutet, diese kleinen Programme. Weil jetzt weiß ich halt hier überhaupt nicht, was ein Nekromant sein soll. Lustigerweise sogar, ich habe hier Bilder teilweise, also es widerspricht sich sogar, ich habe hier einmal genau das gleiche Bild bei stark gegen und bei schwach gegen. Warum auch immer. Das ist irgendwie komisch. Also er hat sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche gegen die gleiche Art. Okay, so, was nehmen wir denn? Ich nehme, kann ein Speerträger auch etwas hier besetzen? Ja, kann er auch. Aber ich glaube, ich nehme mal wieder einen Schwertkämpfer. So. Okay, kein Pikenium. Gut, ich komme ja gar nicht so weit, wie ich will. Das ist natürlich traurig. Wenn ich das hier mache, bin ich selbst im Arsch. Das ist auch blöd. Ich komme leider nicht an dich ran. Das ist schade. Kann nichts machen. Du bist immer zu weit weg. Ob das jetzt und so Nuro schade ist, weiß ich nicht. Ja, doch, finde ich schon. Ach, ich hätte mal auf den Bogenschützen vielleicht sparen sollen. Naja, gut. How foolish. Nein! Oh nein! Nicht meine Nuro. Geh weg. Machst du Aussaugen oder normal? Normal. Boah. Ach, das wusste ich jetzt gar nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, das geht gar nicht aussaugen. Ach so. Aber zumindest nicht bei Kommandanten. Am Mann haben wir uns gerade viel Schaden reingehauen. Boah. Boah. Stirb. Nice. Kann Nuro sich selber heilen? This is my fight. Jetzt ist aber gut. Oh, nee. Noch lange nicht. Okay. Na, einen weggehauen. Aber jetzt kommst du nicht mehr ran. Okay, gut. Dann kann ich mit Nuro ja wegrennen. Ja, dann renn du mal. Au, Hundis. Tja, das war wohl nicht so klug. Ist das auch das Kritische, auch wenn ich jetzt in der Verteidigung
diesen Crit-Bonus habe? Bei den Speerträgern? Mhm. Ja, definitiv. Du siehst das immer, wenn du jetzt dann diese Schadensvorschau siehst. Die müsste dann blinken. Mhm. Okay. So, jetzt ist natürlich hier ein bisschen blöd mit meiner Nuru. Das gefällt mir ja nicht so sehr, dass die so verletzt ist. Ich kann aber auch ihr gerade nicht helfen. Das ist sehr doof. Mist. Okay, da bleibt ein Rückzug. Ich kann doch nicht mal heilen. Verdammt. Okay. So, erstmal Tschüssi. Und jetzt muss ich irgendwie Nuru helfen. Okay, du gehst dahin. Was hätte ich noch gerne? Na, vielleicht ist der gar nicht mal so eine blöde Idee. So. Und eigentlich? Na? Ja, das schaffe ich locker. Und tschüss. So. Kann der weit reiten hier, dein komisches Höllenpferdchen? Nein. Ein oder zwei Felder nur. Oh, das ist ja schon traurig. Das ist ein Klappesel. Mhm, genau. Das ist ein Schaukelpferd. Aha. Ich schwöre. Gut, dann mache ich hier, glaube ich, am besten mal die Dinger dicht. So. Es war doof, dass ich die auseinanderziehen muss, aber naja. Oh, ich hoffe, du kommst jetzt nicht an meine Nuru ran. So hungry. Oh. Oh, die arme Bogenschützin. Ach, man sieht's noch nicht mal. Da gibt's noch nicht mal mehr eine Kampfanimation. Krass. Nö, einfach weg. Oh, und du hast wieder 100%. Oh, es ist böse. Also schon wieder nicht getötet auf der Brücke. Du hast aber auch ein Schwein mit deinen Einheiten, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, die teilweise machen die echt einen guten Job. Muss schon sagen. Huch, ups. Ich bin ja noch gar nicht dran. Oh, ich wollte schon losmachen. Ich war etwas zu voreilig. Ja, oh, ich komme da nicht hin. Ah, bin ich blöd. Ich dachte, ich kann mit dem Pikenier so weit gehen. Ah, ist das ärgerlich. Okay, das ist jetzt richtig blöd. Na gut. Hm, weit gehen? Wohin wolltest du denn? Ich wollte mit dem unteren Pikenier jetzt zu dem Pferdchen, damit ich den Bonus noch habe. Ach so, okay. Und auch das Kampieren gerade hat mir so gut wie keine TP gebracht mit der Einheit. Auch blöd. So, wenn du übrigens Rechtsklick auf meine Einheiten machst, dann siehst du, wie weit ich ziehen kann. Oh, echt? Mhm. Ah, okay, gut. Das ist natürlich auch schön. So, okay, was will ich jetzt haben? Vielleicht sollte ich... Ah, hier, ja, den hätte ich gerne. Wenn ich überhaupt nochmal drankomme. So, was ist jetzt klüger? Ja, ich habe ja immer noch nicht aufgeladen. Scheiße. Da tötest du mich? Okay, das ist gar keine gute Idee. Auch keine gute Idee. Ja, das blöde Ideen hier gerade. Das würde gehen. Ah, ich kann auch mit Nuru kampieren. Ach, das ist ja gut. Dann mach das mal, Nuru. Auch nur 60. Oh Mann, ey. Na gut. Warum kann der jetzt nicht heilen? Okay, ich habe einen Heiler gemacht. Extra, damit ich meine Einheit heilen kann. Und der heilt nicht. Okay, du hast kein Geld mehr. Ach, der braucht auch Geld? Oh, das ist blöd. Ich dachte, der macht das so. Alles Söldner. Dieser Nichtsnutzer. Mensch. Okay. Okay, dann muss ich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Whisky spielen hier. Oh, warte mal. Wieso habe ich da einen Crit? Jetzt muss ich kurz mal lesen. Kritische Treffer bei Schutz von mindestens 3. Ah. Ah. Mhm. Aber ich wäre auch weg. Ah. Lohnt das? Ja, wenn ich eh kein Geld habe, bringt es mir auch nichts. Oh, die haben gar nicht mal schlecht Schaden gemacht. Habe ich gar nicht erwartet.
Du hast nur einen erledigt. Mensch, wann war das gut? Ja klar, also je mehr Energie du mir abziehst, ne, so weniger Schaden mache ich. Super. So, der unterstützt hier mal. Und jetzt, das ist jetzt blöde. Habe ich irgendwo... Nee, die Straße hat gar keinen Schutz. Das ist schon mal Quatsch. Nee, das hier ist schon das Beste. Okay. Oder greife ich dich einfach gar nicht an? Das ist natürlich auch... Ach stimmt, ich muss dich ja eigentlich gar nicht angreifen. Ich kann mich ja auch nur in den Weg stellen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn ich angreife, bin ich tot. Macht keinen Sinn. Nö, lassen wir das. Du hast auch keinen Aussaugengrad. Okay. Kann ich den... Wie kann ich den jetzt... Kann ich hier irgendwie den einfach warten? Ach, das geht nicht. Doch, geht. So. Taktisches Warten. Okay. Ja. Okay, habe ich schon gedacht. Ist okay. Mensch, ich halte länger durch, als ich gedacht hätte. Ja. Boah, okay. Mit so viel Verlust habe ich nicht gerechnet. Das war jetzt nicht so schön. Oh je. This is tiresome. Goodbye. Die halten sich aber... Gar nicht mal so schlechte Heiler, wa? Mensch, sogar im Angriff. Verdammt. Warum wehrt die sich so? Dachtest du, ich bin leichtes Fressen? Ja, allerdings. Tja. Ich habe sehr viel Final Fantasy Tactics und Fire Emblem gespielt in meiner Jugend. Ja gut, aber wenn man immer wegrennt mit seinen Kommandanten. Hast du französische Wurzeln? Vielleicht. Weiß man nicht genau. Also der Nachname auf jeden Fall. Feiglinge! Stellt euch zum Kampf! Was sind die auch französischen Vornamen? Komm, na, nicht wie er geschrieben ist, tatsächlich. Dann müsste er ein bisschen anders geschrieben sein. Ah, du willst mich doch gerade nur ablenken, gib's doch zu. Ach Quatsch, ich will dich jetzt nicht in irgendein Gespräch zwingen. Jetzt kommst du doch mit dem Teleportstrahl an. Schade, dass man nicht auf die Häuser draufsteigen kann, das wäre noch ganz praktisch. Das war mein Wecker. Aufstehen. Ach, Moment. Das ist ja richtig gut. Tschüssi. Ach, schön. Manchmal muss man echt ein bisschen überlegen, bevor man auf so richtig geile Sachen kommt. Und tschüss. Klappt dir gerade die Kinnlade runter? Nö, damit habe ich ja gerechnet. Ja? Also ich habe damit nicht gerechnet. Hui, Mensch. Okay, was will ich denn für eine neue Einheit? Oder spare ich vielleicht sogar mal Geld? Eigentlich könnte ich jetzt auch mal Geld sparen, oder? Eigentlich auch dämlich. Man gibt die ganze Zeit so das Kleingeld für so kleine Einheiten aus. Dabei könnte man ja auch mal sparen und richtig geile Einheiten bekommen. Boah, hier am Ende ein Finsterrieser. Ist das geil. Boah. Boah. Krass. Balliste. Andererseits sitzt du mir hier so krass im Nacken. Ja, machen wir wieder kleinen Scheiß. So. Okay. Die ist immer noch scheiße. Ja, ich kann hier auch echt nicht weg. Yes, also habe ich noch Geld? Ich habe 100 Geld. Kann ich damit noch irgendwie heilen? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Aber ich kann das machen.
Naja, super, das Kampieren hat ja so gut wie gar nichts gebracht gerade. Yay, hat es überhaupt irgendeinen Prozent geheilt? Oh Mann. Nee, ich glaube, ich mache schon wieder taktisches Warten. Ja, ich bin fertig. So. Hui. So, was willst du jetzt machen mit deinen zwei Leuten? Töten. Ach, den einen. Ist okay. Der war eh schon 80 Jahre alt und wollte in Rente gehen. Ja, das ganze Leben lang gearbeitet. Ja. Und Rentner kann ich nie gebrauchen, davon. Die kosten Geld. This is tiresome. Hm. Oh, tschüss Heiler. Schade, die mochte ich eigentlich. Aber dass du die ganze Zeit hier die Speerkämpfer spawnst, ich merke schon, du hast nachgelesen. Hä? Wie? Ja, das ist gängige Taktik wohl jetzt zur Echt? Zeit, dass man Speerkämpfer spawnt. Ah, ha, mache ich ja einfach was richtig, ohne es zu wissen. Mensch, bin ich gut. Ja, ja. Nein, ich wusste es wirklich nicht, dass das eine gängige Taktik ist. Ich nehme die Pikeniere eigentlich nur, damit die sich immer ihre kritischen Treffer erhalten können. Hm. Okay, gut. Wie machen wir das jetzt? Der kommt nicht so weit. Mhm. Aber er kommt so weit. Hm. Ah, ich kann nicht. Ich vergesse es immer, dass dieser Groove immer aufgeladen werden muss. Okay. Der kommt überhaupt nicht weit. Oh, der kann nicht schießen, das Blut. Hier auch nicht? Nee, gar nicht. Okay. Da kann er. Warum können denn die gerade nicht so richtig laufen? Liegt das hier gerade in diesen Stürmen oder. Irgendwie ist gerade komisch. Also ich. Ich glaube, das beeinflusst die, ja. Ich habe jetzt gedacht, das beeinflusst nur die Bogenschützen, aber das beeinflusst, glaube ich, auch die Infanterieeinheiten und deren Reichweite, ja. Weil ich habe gerade echt so irgendwie das Gefühl, dass hier alles ein bisschen weniger gerade ist als sonst. Okay, gut, dann. Notgedrungen. Ah, hat auch einer überlebt. Mist. Okay, das ist blöd. Und irgendwie, also ich habe auch das Gefühl, dass der Bogenschütze vorher auch weiter schießen konnte. Das geht auch nicht mehr. Ja, das kann natürlich am Wind liegen. Hm, wahrscheinlich. Ah, gut. Okay. Oh nein, was ist? Ich stehe auf meinem Kabel. Überlegen wir mal. Was ist sinnvoll? Transformation geht gerade nicht. Ich kann mit ihm schon mal hier hin. Achso, ich kann auch eine neue Einheit machen. Okay. Der Schwerttyp stirbt gleich. Das ist nicht so gut, aber Spießling brauche ich auch. Ist auch fast tot. Oder nee, hier. So, nehmen wir mal den. Ah, oh, das ist echt tricky. Nuro hat noch 70%. Du hast keinen Groove. Okay, das könnte man jetzt mal riskieren. Oh Gott, jetzt habe ich mich vielleicht reingeraten. Okay, gar nicht mal so schlecht. Ja, gut. Okay, das war doch keine schlechte Entscheidung. Okay. Okay, durch. Hui. Und? Schwitzte langsam schon? Ja, wenn du dich jetzt nicht ganz dumm anstellst, dann gewinnst du diese Runde. Schauen wir mal. Ich spiele halt immer auch so auf Sicherheit, deswegen ich bin nicht so risikofreudig. Deswegen kann es noch daneben gehen. Wenn man zu sicher spielt, ist auch doof. Beendest du auch die Runde, oder? Ja, ich überlege gerade noch. Achso. Ich sag ja, ich bin immer zu sicher. Ich habe gerade auch einen Moment gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich überhaupt noch eine Schwertkämpfer habe. Aber ich ja. Aha. Ja, komm. Ich probier's. Sein. Nee. Das war nicht. Oh, auf viel ausgerichtet hast du nicht. Ach stimmt, das war ja auch so, umso mehr TP man noch hat, umso mehr Schaden macht man, ne? Ja, das habe ich schon wieder komplett vergessen. Okay.
Oh. 48, na gut, das ist nicht so viel. Die Herzchen waren ja gerade niedlich. Nee, die Runde gewinnst du. Schauen wir mal. Nee, definitiv. Ich... Jetzt mach doch erstmal, Mensch. Nicht schon aufgeben, bevor es soweit ist. Kein Geld mehr. Du hast 150. Du hast noch ein Pikinier drin. Kaufen. Oder doofe Schwertkämpfer. Tja. Das war jetzt auch so eine kleine Verzweiflungstat, ne? Naja, auf der anderen Seite, wenn du mich jetzt in der nächsten Runde angegriffen hättest mit denen, dann hätte ich gar keinen Schaden ausgeübt gegen deine Einheit. Hm. Das stimmt. Okay, na dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Okay, machen. Ich würde ja gerne noch vorher anderen Schaden reinzwirbeln, aber nee. Gut, dann volles Risiko. Obwohl eigentlich müsste es. Na komm, na komm. This is my fight. Nein! Oh, das gibt es doch nicht. Oh. Tja, das wird doch noch eine Runde leben. Verdammt. Ist das ärgerlich. Ganz schön frech wirst du. Ah, ist es ärgerlich. Nee, Moment. Abbrechen. Jetzt wäre ich gerade ein bisschen ungeduldig, merke ich. Das ist nicht gut. Nee. Nee, Eisgrabblöde. Stehst im Weg. Also ich stehe mir selber im Weg, merke ich gerade. Das ist blöd. Moment, der hat 100, der hat 78, 160. Boah, heilen ist ja super teuer. 300 wollen die haben für einmal heilen. Da ist ja die neue Einheit günstiger. Was ist das für ein Quatsch? Dann lieber so. Hm. 32. Oh Gott, ich mache echt wenig Schaden. Oh, ist mir alles zu wenig. Blöd. Halt, wie. Nee, kommt da nicht. Ja, oh, ist gerade alles blöd. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen schöner vorgestellt, die Runde hier. Ja, oh, ist das ein Witz. Gewinnst vielleicht doch noch. Ja, der Zug gerade mit den Schwertkämpfern da oben, der war vielleicht ein Fehler. Ja, ist immer, am Ende werde ich zu ungeduldig. Aber nicht so. Hä, wieso kannst du Aussaugen machen? Ja, weil ich meinen Groove aufgeladen hatte. Hä, der war doch nur auf 70%. Ich habe doch extra geguckt. Das ist ja blöd. Ich habe extra geschaut und du hattest nicht 100% bei mir. In der Anzeige. Da stand 70. Die war doch die ganze Zeit so blau umgeben mit diesen blauen Flammen. Achso, darauf habe ich überhaupt nicht geachtet. Ich habe nur unten auf den Donner geguckt und da hattest du bei mir 70%. Hm, schade. Blöd. Die mal losstürmt. Das ist echt schade. Naja. Ach, deswegen meintest du mit den Schwertkämpfern eine scheiß Idee, weil ich dir den sozusagen jetzt hinpräsentiert habe. Ja, genau. Verstehe. Ja, insofern war das wirklich doof. Falsch, nicht den. Oh, du hast ja wieder 93% Mannesaussaugen, krass. Also das ist echt imbar. Das ist echt hardcore.
So. Aber hey, immerhin, somit dauert die Runde ein bisschen länger. Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Echt? Die eine Runde? Ja. Ach du Scheiße. Das guckt keiner mehr, aber ich grüße den Rimtour, der guckt alles. Hallo, Rimtour. Bei mir gucken die das. Ja, der guckt das bei uns beiden. 100 Pro. Hoffe ich doch. Na klar. Gut, jetzt muss ich hier ein bisschen... Ja, ich glaube, ich muss wieder Rückzug machen tatsächlich. Das kann ich jetzt nicht so riskieren. 100, okay. Immerhin bin ich wieder voll, das ist schön. Ja, komm, Risk. No Risk, no Fun. Oh, das war aber nicht viel. Na ja, gut. Praktisch. Wie war das hier nochmal mit kritisch? Treffer bei Schutz von mindestens 3. Oh ja, das ist natürlich schwierig zu bekommen. Komme ich auch nicht. Gut, hier. Ich muss erstmal wieder deine Einheit ein bisschen runter. Oh, eigentlich hätte ich dich töten sollen. Das ist blöd. Ist mir auch schon zweimal passiert. In der Runde. Ja. Das finde ich nicht so gut. Betrug. Mhm, finde ich auch. Skandal. Skandal am Rosi. So. Muss ich jetzt leider mich mal hier ins Wasser begeben. Ist natürlich jetzt kein schöner Standpunkt hier, aber hey. So, und jetzt muss ich irgendwie... Okay. Gefällt mir nicht, dass du schon wieder so viele Einheiten hier rumstehen hast. Das ist nicht so schön. 3 Einheiten. Voll viel. Schön wäre es gewesen, hätte ich jetzt 100 Einheiten hier auf der einen Insel stehen. So, was mache ich denn jetzt Schönes? Nix. Man kann doch auch einfach mal so hier den Sandsturm genießen, in den Himmel schauen und warten. Hm. Nö. Warten auf besseres Wetter. Ist ja sowieso, ich bin ja auch eigentlich Pazifist, ne? Also ich finde ja, wir sollten einfach einen Tee trinken gehen und das Ganze vergessen. Let's call it a draw. Könnte zwar sein, dass dein Tee vielleicht vergiftet ist, aber hey. Ich hätte gerne eine ungeöffnete Flasche Mineralwasser. Das kriege ich hin. Immerhin habe ich dir noch einen kleinen Schlag verpasst. Oh, hui. Die hast du jetzt aber weggefegt mit dem Minusschutz. Oh nein, nicht mein Heiler. Der hat Frau und Kinder, Mensch. Was? Der hat überlebt. Okay. Mhm. Frau und Kinder wie die kleine Susi, ne? Bei Project Hospital. Ja. Genau. Oh. So. Sieht ja schon wieder ein bisschen besser aus. Mann, ey, hätte ich vorhin mehr Glück gehabt, da wärst du einfach tot gewesen. Ach, Mann, ey. Wäre Fahrradkette. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe einen Bogenschützen. Oh, ein neuer Heiler wäre jetzt schön. Ja. Der ist schon echt nice, der Heiler. Ich gehe mir mal eben ein neues Bier holen, ne? Mach mal ruhig weiter. Das ist der Vorteil, wenn man eine kleine Wohnung hat. Ich überlege noch. Du hast noch gar keinen Zug gemacht, oder? Nee, ich bin noch... Ich wollte auch, dass du alles live noch miterleben kannst, ne? Okay. Okay. Okay, das bringt nicht viel. Ist so gerade ein bisschen... Ich überlege gerade, ob ich deine Sigrid angreifen soll, was halt kaum was bringt, oder ob ich lieber auf deine Einheiten gehe und die dezimiere. Ist gerade ein bisschen frustrierend.
Huch. Du meinst, oh, mit deinem, was ist denn das für ein Scheiß? Du meinst, ich dachte, der Bogenschütze bleibt stehen. Na gut, dann muss ich es jetzt... Nee, das ist auch blöd. Das bringt nichts. Scheiße. Der Heiler... Nee, nix. Okay. Nee, das ist ganz blöde. Wie sieht es hier aus? 3 Schutz. Oh ja, das ist gut. Wie viel hat er noch an? 6 hat er. Mhm. 46 hat nicht so viel gebracht, aber ist okay. Hm, sie hat keinen Groove. Okay, das ist blöd. Ja. Hm, nee. Du hast bei mir 27% Groove. Okay, ich hoffe, das stimmt diesmal. Ja, habe ich auch. Okay, gut. Okay, wie sieht's aus? 100, 46, 100, 100, 100. So, aber ich kann auch gerade nicht heilen. Nee, kann ich. Achso, ich kann ja auch gar nicht heilen. Ich kann ja nur transformieren. Okay, Sigrid kann wie viel laufen? 4. Kann aber gerade eh nicht laufen. Okay, habe ich Glück. Dann kann ich auch hier hin. Gut, okay. Das war jetzt eine schwere Geburt. Boah, ich hätte echt gedacht, auf so einer kleinen Karte kann die Runde ja maximal nur eine halbe Stunde dauern. Habe ich auch nicht mitgerechnet. Ja, sogar Sigrid ist schon ermüdet. Oh. Wow. Das war ja effektiv. Mensch. Der hat ja richtig was geleistet. Tja, ja, du findest einfach keine guten Leute mehr auf dem Markt. Oh, auch doch nicht die Hündchen. Okay. Deine Nuro hat jetzt nichts gemacht die letzten Runden und ist jetzt trotzdem bei 100%. Doch, ich habe sie doch geheilt. Ja, aber nicht gekämpft. Also ich meine jetzt 100% Groove, meine ich. Ah, das stimmt, ne? Hä? Ist es bei der anders? Hm. Oh, ich kann auch schon den Teleportstrahl machen, tatsächlich. Ja, das siehst du ja mal bei den Flammen um den Kommandanten herum. Oh, das wäre... Ach nee, kann ich nicht. Ah, verdammt. Ah, oh, das wäre jetzt cool gewesen. Hm. Kommt da nicht hin. Halt mal. Kritische Treffer, wenn sie sich neben dem Kommandanten befinden. Ja, damit... Scheitert das schon? Und hier ist auch kein Schutz. Du stehst im Schutz, ja, das ist schön. Das bringt mir nichts. Okay, Moment. Macht das Sinn? Die Frage, nicht so wirklich. Habe ich noch Hunde? Nee, die hast du gekillt. Die Hunde sind weg, okay. Okay, 12, ne, das springt gar nicht. Oh Gott, das ist ja richtig schlimm. Ah, du hast wegen dem Schutz gerade kritische Trefferdings. Das ist ja blöd. Ja, für mich blöd. Okay, dann musst du da erstmal raus. Ist das blöd? Okay. Hm, das ist auch blöd. Alles gerade blöd. Gefällt mir alles nicht. Dann mach doch einfach gar nichts in der Runde. Das ist gerade so eine Überlegung. Ach nee, ich habe eine Idee. Ja doch, das ist eine Idee, die man machen kann. Opfer ich den? Ich habe noch ein Schwert. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Ich habe noch ein Schwertkämpfer. Das Problem ist, ich muss immer laut überlegen und dann erzähle ich dir einfach meinen ganzen Plan. Wie die Böse bist du in dem Film, die natürlich erstmal den Plan erzählen. Okay, der würde 12 machen. Ja, oh, okay, dann ist das schon mal scheißegal. Oh, wie schön, Schwertkämpfer. Es tut mir leid, dass ich euch opfern muss. Tut mir leid. Oh, einer lebt sogar noch. Das ist blöd. Der macht mir den Platz weg. Na gut. So, dann. Ach so, das wäre, ist ja eigentlich Quatsch. Nee, doch, ist richtig. Nee, ja. Ach so, da muss ich klicken. Okay.
Ja. Na, oh, ist nicht die Welt, aber hey. Na, passt. Goodbye. Oh, gut. Ich dachte, du wirst mehr umhauen. Das ist schön. So, wir als nächstes. Hm, hier komme ich nicht ran. Okay. Komme ich überall nicht ran. Verdammt. Ich könnte dich heilen. Das ist witzig. Mach das doch einfach mal. Als ja, Zeichen des guten Willens. So ein Quatsch. Warum geht denn das? Das ist ja Quatsch. Tschüss, Heiler. Oh, es steht noch einer. Wow. Mensch, die sind so gut, die Heiler. Mensch, ist das geil. Ist das geil. Okay. Wo steht er am wenigsten im Weg hier? Aber warum... Manchmal verstehe ich nicht, warum Felder einfach ausgegraut sind. Also leere Felder, meinst du? Nee, nee. Also ein Feld, wo ich hin kann, ist einfach so... Also normalerweise ist ja alles weiß straffiert und das ist jetzt grau straffiert. Ich glaube, das hat irgendwas dann mit dem kritischen Treffer zu tun. Ah, ja, da hätte er auch einen kritischen Treffer genau. Tatsächlich. Aber woanders hätte er auch einen und da ist es nicht straffiert. Grau. Hm. Sehr eigenartig. Aber egal, soll mir recht sein. Ich denke, du solltest mit deinem Kätzchen mal abhauen. Ich denke, du solltest dich nicht in meine Angelegenheiten einmischen. Du kannst auch gerne angreifen. Bin ich doof? Ja, Arschloch. Hallo. Wie hast du denn das jetzt gemacht? Kampiert. Ja, dafür kann ich jetzt auch keine neue Einheit kaufen. Also, okay. Heul leise. Hä? Wie man? Achso, weil du kein Geld mehr hast. Okay. Ja. Verstehe. Heul leise. Nett. Ich hab kein Geld mehr. No. Tja, wenn man mit dem Geld nicht umgehen kann. Ich wenn man nicht sparen kann. Ich verliere gegen Mädchen, ey. Voll Kacke. Oh, jetzt kommen die Hater. Jetzt. Außerdem noch hast du nicht verloren. Das gibt erstmal Daumen nach unten auf deine nächsten Videos. Und keiner weiß, wer es war. Okay, so. Bisschen klug agieren vielleicht wäre schön. Was hat man denn hier? Gar keinen Schutz. Okay, das ist doof. Okay, das könnte ich mir... Mhm. Macht das Sinn? Oder sollte ich ihn heilen? Ah, wenn ich den heile, mache ich mehr Schaden. Aber auch eigentlich fast schon... Kann ich auch mit dem... Nee, wenn ich den heile, kann ich mit dem Heiler nichts mehr machen. Warte mal, erstmal... Noch ein Heiler, bitte. Den kann ich mit dem auch mehr riskieren. Warte mal. Okay. Ah, nee. Oh, gerade schwierig. Gerade sehr schwierig. Du kannst jederzeit aufgeben. Hättest du wohl gerne. Ich meine nur. Oh, das hat ja nicht viel gebracht. Boah. Okay. Goodbye. Damit habe ich gerechnet. Oh, du hast deinen Groove, sehe ich gerade. Okay, das ist natürlich... Nein, das muss eine optische Täuschung sein. Kann man Groove-Sachen eigentlich auch gegen den Kommandanten benutzen? Ja, das Thema hatten wir vor ungefähr 50 Minuten schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das wäre echt mal interessant zu wissen. Okay. Ach, ich bin blöd. Ich hätte den kritischen Treffer nutzen können. Ich bin so blöd. Ich habe nicht dran gedacht, dass man den Pfeil richtig ziehen muss. Nein. Okay. Also ich bin dafür, dass du mit Sigrid meine Nuru nicht aussaugen darfst, selbst wenn es geht. Ich werde es ausprobieren. Aber das kann ja nicht funktionieren. Das wäre Quatsch. Kommandant kann den anderen Kommandanten nicht one-killen. Ja, das wäre eigentlich Quatsch, ne? Weil es ist ja wirklich ein One-Hit, ne? Ja. Das wäre echt strange, wenn das gehen würde. Glaube ich auch nicht. Naja, das ist nicht der klügste Zug, aber...
Damit gehe ich erstmal sicher, dass du dich in der nächsten Runde auf jeden Fall heilen musst. So. Na, heilen müssen ist jetzt relativ, ne? Na, halt, was aussaugen musst. Tja, vielleicht die Dann kleine Nuru. Dein Kuh weg. Nee, ich hoffe ja, dass das nicht geht. Ich guck jetzt mal, ob das geht. Aussaugen. Nein, es geht nicht. Oh, gut. Das war jetzt echt so eine Angst. Oh, tschüss, mein kleiner Schamane. Boah, ich bin echt dezimiert gerade. Und du hast wieder so viel Geld, das gefällt mir nicht. Ich hätte vielleicht doch lieber deine Einheiten raushauen sollen. Gut, dass du versperrst ja gerade den Weg. Das ist ganz praktisch. Das habe ich mir schon gedacht. Verdammt, wir fangen 25 Gold für mir. Soll ich dir was leihen? Ja, gerne. Dann komm mal zu Nuru, die hat ein bisschen noch im Portemonnaie ein bisschen Kleingeld. Ja, Baumrinde oder was als Währung. Ne? Ein paar Blätter. Also draufgemalt. Steht dann so 5 Euro. Okay. Du stehst mir im Weg. Die Musik ist so gut in dem Spiel, ey. Ja, die gefällt mir auch sehr gut. Die nervt auch gar nicht. Also manchmal hat man so Spiele, da ist man auch nach 50 Minuten hat man auch genug gehört. Aber die nervt gar nicht. Das ist gut. Ich glaube, da kaufe ich mir auch mal einen Soundtrack nochmal von. Für 4 Euro. Gibt's ja als Vinyl, aber ich habe leider keinen Plattenspieler mehr zu Hause. Hab ich auch nicht. Leider. Hätte gern einen. Aber du weißt, was ein Plattenspieler ist? Ja, natürlich. Ach, du bist ja auch schon, nicht. Du bist ja auch schon alt. Stimmt ja. Ey. Nur Trash-Talk. Ah, ich bin gerade wieder unentschlossen. Oh, jetzt könnte man alles falsch machen, wenn man Pech hat. Halt, der hat noch... Oh, der ist ja fast tot. Okay, das ist natürlich... Andererseits... Ach so, stimmt. Ich habe ja Crit. Ach, ich stehe ja neben dem Kommandanten. Deswegen, ich habe mich gerade schon wieder verwundert. Na komm. Doch mal ein bisschen risikofreundlicher jetzt. Oh, ernsthaft? Das hätte aber nicht sein dürfen. Das hätte nicht sein dürfen. Gut. Oh, ach, ich habe beide geheilt. Ach, das ist ja schön. Wusste ich gar nicht. Gut. Ach ja, toll. Ja, das ist schön. Toll. So, was mache ich denn jetzt hier mit deiner Prinzessin? Königin. Hm. Das ist mir ein bisschen risky hier mit deinen ganzen Einheiten. Ich überlege, ob ich einfach jetzt deine Einheiten dezimiere oder ob ich deine Sigrid angreife. Wie viel Geld hast denn du noch? Das sehe ich jetzt nicht, wa? Hm. Nee, das kann ich nicht. Ich bin pleite. Das kannst du aber, glaube ich, in der Übersicht sehen. Na, muss ich jetzt nicht gucken. Das ja, ich habe 75 Gold. Na, du kriegst ja gleich wieder Gold. So, okay. Ene, mene, mu und raus bist du. Na, gefällt mir nicht. Scheiße. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Here I come! Und stehe ich hier in dem blöden Wasser rum, das gefällt mir natürlich gar nicht. Lass die in Ruhe. Ich hab keine Angst. Boah, krass. Nur weil sie im Wasser stand. Krass. Das ist echt krass. Nur 2 Schutz und so viel. Na toll, dann haust du mich jetzt garantiert um mit dem nächsten, ne? Nope. Na komm, das muss doch locker gehen. Boah, der kleine Zipfel. Okay, also Flüsse sind gefährlich. Gut, nie wieder an den Fluss mit Nuru. Das weiß ich jetzt. Und tschüss. Das war's. Oh, okay. Habe ich nicht erwartet. Ich dachte, das war's.
Ja, du bist echt eine Katze, Mama. Du hast auch 7 Leben. Brech ins Essen hier, ey. Ich dachte 9 Leben. Ja, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ach so? Mhm. Hm? Bei uns ist es doch 7 Leben, sagt man. Ich glaube, bei den Engländern sind es wirklich, die sagen 9 Leben oder andersrum. Irgendwie so. Hm. Hallo? You can run, but you cannot hide. Oh, das hat ja gar nichts geheilt. Ach Mann, manchmal sind die aber auch echt... Nee. Okay. Ja, 34 ist mir echt ein bisschen wenig. Na, wo haben wir denn? Ich hab kein Geld! Ach nein, ich hab kein Geld! Oh, scheiße. Oh, es ist ärgerlich. Was wolltest du denn machen? Du hast ja gerade eine Einheit gekauft. Ach, du wolltest zum Dorf und dann heilen, oder wie? Ach, kannst mir so doch ruhig sagen. Nee, ich wollte mit dem Teleportstrahl direkt ihren Schwertkämpfer vor die Latichte setzen. Und jetzt kann ich es nicht machen. Ah, ärgerlich. Ah, okay, gut, ist halt so. Ist halt leider so. Haut es mich dann um? Das weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Das war nicht so viel, wie ich wollte. Okay, wenigstens stehen sie noch. Das ist ganz gut. So, bitte alle umhauen. Bitte, 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 bitte. Ah. Schade. Boah, ey. Ist das eine spannende Runde. Krass. Das müssen wir, glaube ich, in 3 Folgen aufspalten hier. Ich hoffe, meine Aufnahme läuft noch. Ich hoffe, ich habe so viel Platz auf der Festplatte. Oh. Tschüssi. Ah nein, jetzt ist der Weg ja frei. Oh, das ist Freude, ist, schöner Götter, Funken, Tochter aus Elysium. Ist er tot? Hast du es umgebracht? Laut meiner Anzeige, ja. Scheiße. Nein! Nein! Das ist doch Betrug! Das ist Betrug! Das ist Betrug! Das ist Betrug! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt es nicht! Das stand 32%! Oh Gott, oh, ich kann nicht mehr. Oh, Scheiße. Oh. Oh, Gott. Oh, Tränen. Ich habe Tränen in den Augen. Oh, Gott. Oh, Gott. Was für ein Pipi-Spiel. Freu dich nur. Oh, Gott. Ich habe nur 2%. Wie soll ich das überleben? Oh. Ich guck mal ganz kurz, ob meine Aufnahme überhaupt noch aufnimmt oder ob das zu viel Platz gerade nimmt. Oh, ich kann nicht mehr reden. Okay, Aufnahme läuft noch, das ist sehr schön. Okay, so, was machen wir denn? Ich bin so demoliert mit der hier. Ey, da stand 32%. Ja gut, jetzt weiß ich natürlich auch, vielleicht hast du 34%. Du hast jetzt 2%, hast du gesagt, ne? Ne, 7%. Ich hab noch 7 sogar. Oh, ich dachte, hä? Stand da nicht gerade noch 2? Ich hab mich wahrscheinlich verguckt. Ja, oh, jetzt ist alles ein bisschen blöd gerade. Alles kostet zu viel Geld im Moment. Also ich weiß nicht, ob ich mich hier noch wirklich hochheilen kann, tatsächlich. Ich kann mich noch ein einziges Mal heilen. Okay, das ist scheiße. Da kann ich mich nicht heilen? Wo kann ich mich denn heilen? Gar nicht. Gut. Hier kann ich mich heilen, okay. Oh, da stehe ich auf dem Präsentierteller. Hier vielleicht. Das ist vielleicht besser. Nee, jetzt hat er viel gebracht. Naja, gut. Besser als nichts. Okay, wo bin ich denn überall? Ich bin. Oh Gott, ich bin ja überall irgendwie gerade. Hä? Nein, der soll doch nicht ins Wasser. Oh, ist der dämlich.
Ey, so ein dämlicher Schwertkämpfer. Bescheuert. Rennt er ins Wasser, dabei steht er daneben. Na, teilweise ist es ein bisschen tricky hier, wie man klickt. So. Oh, hat reingehauen. Okay, das war gut. Besser als gedacht. Und jetzt muss ich auf jeden Fall dir im Weg stehen, so ein bisschen hier. Aber ich glaube, du kommst fast trotzdem an Nuru ran. Schon. Oh, gut. Oh, schön. Okay. Das ist schon mal gut. Bin gespannt, ob du mich jetzt trotzdem umhauen kannst. Noch. Nee, wie denn? Na, mit deinen anderen Einheiten. Also, na gut, ich sag jetzt nichts. Mal schauen. Ich hab verloren, das ist alles. Du hast noch nicht verloren. Und außerdem, du hast schon vor 30 Minuten gesagt, dass du verloren hast. Oh, aber hier auch ständig das Blatt hin und her geht irgendwie. Juhu. Ich mag das Spiel total. Das ist ein Drecksspiel, ist das. Hat mich betrogen. Belogen und betrogen. Wie, stand bei dir auf der Packung, sie können jedes Mädchen ganz leicht besiegen? Ich hab mir das so vorgestellt, ja. Na komm. Mann! Am besten du stellst dich ins Wasser. Das ist immer gut, im Wasser zu stehen. Oh, ich kann gut. Nichts mehr machen, keine Kohle mehr. Tschüssi. Ja, ich habe auch schon lange kein Geld mehr. Ich konnte gerade weder was teleportieren noch mich heilen. Oh Gott. Und wie viel Geld ist da? Ich hatte ja schon überlegt, ob ich zwischendurch mal mit Einheiten hier rumgehe und deine Sachen abbaue, aber das war auch alles zu hoch von TP. Leider. Hm. Stunde 17. Na gut, dass ich ein bisschen Platz. Oh, ich hätte gedacht. Hä, eigentlich stand da, ich hätte dich töten müssen. Komisch. Na gut. Das kenne ich. Ja? Mhm. Wie viel habe ich denn noch? Ja, das ist nicht so viel. Frage. Ich kann dich ja theoretisch auch heilen. Wenn ich jetzt hier hinrenne und Einheiten heile, heile ich dich mit? Keine Ahnung. Das wäre echt blöd, wenn ich jetzt meine Leute heilen. Na, dann probiere ich das lieber erst gar nicht so. Dann mache ich das so. Da habe ich dich auch mit im Ja, tatsächlich, ich würde dich mitheilen. Ist das arschig. Das ist ja richtig fies. Okay, warte mal. Wie weit ist denn hier der Radius? Ich muss noch ein weiter weg, okay. Ja, jetzt hätte ich dich nicht mit drin, aber auch den Heiler nicht. Ah, das ist ja wieder blöd. Den Highlight ich natürlich schon gerne dabei. Hm. So viele schwere Entscheidungen. Wie gesagt, das Angebot der Kapitulation steht nach wie vor. Nee. Ich zeige mich dann auch gnädig. Nee, lass mal. Lass mal. Oh, ich hätte gedacht, du wärst tot. Na gut. Dann nisch. Ah, ich muss mich überall ins Wasser stellen. Das gefällt mir nicht. Bin ich gerne nass. Wenn ich jetzt hier heile, dann kriege ich dich nicht, aber alle Einheiten. Ja, das ist schön. Das hätte ich gerne so. Stehe ich zwar im Wasser, aber wenigstens heile ich die richtig. Achso, nee, ich heile gar nicht alle. Hä, vorhin habe ich doch alle geheilt. Ich verstehe das Spiel nicht. Also mich hast du jetzt nicht geheilt.
Ja, aber vorhin habe ich halt mit dem Heiler mehrere Einheiten auf einmal geheilt und jetzt wieder nur eine einzige. Also so richtig verstehe ich das hier noch nicht, wie das funktioniert mit dem Heilen. Hm. Na gut, ist halt dann so. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Denn steht jetzt leider meine Nuru ganz schön auf dem Präsentierteller. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, ich kann teleportieren. Teleportieren. Doch, teleportieren heißt so. Transferieren. Ach, das war gerade ein blöder Zug. Mist. Da habe ich wahrscheinlich vorhin doch nicht zwei Einheiten geheilt und habe mir das nur eingebaut. Wahrscheinlich. Was mache ich nur? Nein, ich glaube, du hast vorhin wirklich zwei Einheiten geheilt, ja. Ja? Ja, aber das ist echt komisch, warum es jetzt nicht so war. Ja, vielleicht hatte ich nicht genug Geld und deswegen hat er nur eine geheilt. Hm. Weiß es nicht. Vorhin hatte ich auch kein Geld. Das ist strange. Oh, hast du gerade dein Aussaugen aufgefüllt? Das ist doof. Ja, oh, da hätte der ja mal beide weghauen können. Mann, nee. Ach, Heiler gegen ja. Heiler bringt gar nichts. Boah. Okay, einer noch. Ja, den kannst du aussaugen, das ist okay. Du musst dir noch ein Viech holen. Ich überlege. Kannst ja auch Geld sparen. Geld sparen ist auch gut. Ja, wäre möglich. Mal gucken, wie viel kriege ich denn diese Runde? 300, dann wären 700. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Mann! Stunde 22. Du Scheiße. Warte mal kurz. Ich mach mal kurz einen Cut in die Aufnahme und dann gucke ich mal, wie viel Festplattenspeicher ich noch habe. Ich habe gerade echt ein bisschen Angst. Moment. Das läuft ja hier nicht ab, ne, die Zeit oder so. Nö. Okay. Boah, 83 Minuten ist die eine jetzt. Krass. Dann speichere ich das jetzt erstmal, damit ich das auf jeden Fall sicher habe. Boah, wir werden hier den ganzen Abend nicht fertig. Ich dachte, wir spielen hier 5 Runden oder so. Mhm. Habe ich auch gedacht, ja. Oh, aber tatsächlich, die Aufnahmen nehmen nicht viel Festplattenspeicher weg, weil wahrscheinlich die Grafik so minimal ist. Hab immer noch so viel wie vorher fast an Festplattenspeicher. Sehr gut. Jetzt muss ich nur kurz mal die Aufnahme gleich wieder neu starten. Na, jetzt dauert das wieder zu lange hier. Ja, schön machst du das. Danke, Programm. Ist ganz toll, was du machst. Bitte weg. Ich will das nicht bearbeiten. Danke. Sehr schön. So, 3, 2, 1. So, weiter geht's. So, was mache ich denn jetzt hier Schönes? Ich hab mein Heiler sitzt hier so ein bisschen fest bei dir. Das ist ein bisschen doof. Im Grunde genommen ist der tot. Macht das Sinn? Na komm. Machen wir das mal. A little help here. So. Dann kriege ich den Heiler hier wenigstens wieder raus. Mhm. Mhm. So, ist Nuru wenigstens fast wieder voll. Nicht ganz, aber fast. Das ist okay. Reicht mir. Das bringt ja eigentlich gar nichts, wenn du mich aussaugst, weil du eigentlich fast voll bist. Das macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Genau. Sehe ich ganz genauso. Tschüssi. So. Na, so langsam wird es ja wieder ein bisschen. Okay. Achso, ich habe kein Geld mehr. Schade, ich kann mir keine Einheit mehr. Ja, komm mal dahin. Okay. Bin ich durch? Ich bin eigentlich... Hä? Warum geht's nicht weiter? Ich bin durch. Ja, du könntest jetzt theoretisch noch kaufen. Das weiß das Programm jetzt aber nicht. Ich meine, Kaserne meine ich. Ja. So, na dann zeig mal.
bitte nicht meinen Heiler, der ist mir... Oh, ich habe ja nur noch den einen. Ach du Scheiße. Okay, das ist doof. Nicht den Heiler, nimm den Schwertkämpfer, davon habe ich zwei. Okay. Ich nehme aber beide, ist das okay? Wie beide? Hä? Ja, kannst du nur einmal aussagen? Achso, mein Heiler willst du jetzt killen mit deinem Dings. Nee, das finde ich nicht so gut. Oh, die Anzeige hat's mal richtig angezeigt. Ah, so wenig Leute. Hey, aber wir haben gleich viele Leute. Ist hier wie der Erste Weltkrieg. Es kommt zu keiner Entscheidung. Stellungskrieg. Nee, das dauert zwei Jahre, das Video. Ah, schön. Okay, das ist alles doof gerade. Ja, alles doof, tatsächlich. Nein, doch! Oh, schon wieder der Firefight! Es gibt's doch nicht! Immer ist der Firefight! Oh, ich hasse das Spiel. Der sollte da nicht reinlatschen. Ist doch gut. Was ist denn das Problem? Nee, das ist so dämlich immer. Mann, ey. Oh, ich muss da echt mehr auch drauf aufpassen. Ich denke halt, das Spiel... Weißt du, ich gehe mal davon aus, das Spiel sucht sich den besten Weg. Aber es nimmt halt wirklich immer das, wie du mit dem Pfeil machst. Das ist echt blöd. Na gut, genug aufgeregt. So. Nuru bitte leben lassen. Wie soll ich die denn töten? Eben. Na, in Fluss stellen. Also ich habe gehört, zu dieser Jahreszeit ist der Fluss wirklich angenehm, weil hier mit den Sandstürmen und so, das ist echt abkühlen einfach. Naja, das sieht man jetzt ja an deinen Schwertkämpfern. Tschüssi. Ah. Ich komme ja echt nicht mehr auf den grünen Zweig mit den Leuten. Oh, sie leben noch. Mensch. Sie haben ja 3 TP abgezogen. Nee, sogar 6. Mensch. So, jetzt komm mal zur Rande hier. Greif an. Hä? Wer? Ich? Du, ja. Ja, im Fluss, natürlich. Mache ich. Gleich, sofort. Immer baden gehen. Lass deinem Hass freien Lauf. Nee, ist gut. Junge Padawan. Ist das so klug, wenn ich das mache? Ich weiß nicht. Wenn du so fragst, bestimmt. Der kommt nicht so weit. Ah, das gefällt mir nicht. Kommen alle immer nicht so weit, wie ich es gern hätte. Der würde weit kommen. Hm, das wäre eine Idee, Fürst. Aber eigentlich ist mir der lieber. Die hat 100%, der hat 30. Der müsste eigentlich geheilt werden müssen. Okay, machen wir mal einen kontrollierten Zug. Das würde mich... Wie viel? Ach doch, der kommt ran. Oh. Okay, kommt sogar ran. Ist hat kaum was geheilt. Schade. Feiges Huhn. Ey, beste Mühe. Es bringt nicht viel. Nee, da stehe ich dir, glaube ich, sogar lieber im Weg rum. So. Boah, jetzt muss aber langsam mal hier eine Entscheidung kommen. Eine gute. Was ich nicht verstehe. Chinesisch, ja, aber was anderes. Ich habe doch nur 3 Dörfer und ich hatte vorhin 0 Gold, oder? Warum habe ich denn jetzt wieder 400 Gold? Ich dürfte doch nur 300 haben. Keine Ahnung. Aber irgendwie, ich habe auch immer 400, glaube ich. Ich mache Ertrag 400, ja? Vielleicht vom, ja. Vom Vor? Ich habe auch nur 3. So? Keine Ahnung. Aber mir ist genau das Gleiche. Ich habe auch immer 400, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich mein Trinken ausgetrunken, das ist doof.
Verdammt! Kannst du nicht ein Feld weiterlaufen, du dusselige Kuh? 4. Wolltest du gerade zu meiner Nuru? Kannst du auch sogar. Nee, kannst du nicht wegen dem Fluss. Are you afraid? Der Kackfluss da in der Karte, ey. Mann! Ja, die Brücke ist echt super. Also kann man gut die Leute dran aufhalten. Theoretisch, unser ganzer Kampf ist ja, glaube ich, auch wirklich schon seit einer Stunde hier nur an der Brücke. Mir gehen nur langsam die Leute aus. Das ist ein bisschen nervig. Das ist jetzt blöd. Ich habe keine Leute. Keine. Dann renn doch wieder weg. Es fehlt immer so ein Kästchen. Das Problem ist, jetzt warst du eine halbe Stunde auf meiner Seite, jetzt komme ich wieder für eine halbe Stunde auf deine Seite rüber. Ja, es ist so. Also ein bisschen, wa? Na, der kommt da nicht hin. Mist. Okay, ich würde sagen, alles oder nichts. Warte, ist der Pfeil richtig? Ja. Alles oder nichts. War jetzt aber Selbstmord, oder? Hm? Wieso? Ich hab 100%. Naja, natürlich. Also eigentlich, wenn du jetzt ins Wasser gehst, dürftest du mich doch eigentlich nicht killen können, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht auch doch. Naja, irgendwann muss ja hier auch mal Schluss sein. Wenn es das jetzt war, dann war es das halt. Ach, jetzt stellt ihr eine scheiß Schwertkämpferin da wieder hin, ey. Wo ich hin wollte. Ja, na extra, damit du in den Fluss musst. Ja, ja, schon klar. Danke. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Vielleicht jetzt mal ein bisschen risikofreundlicher, aber nicht ganz blöd. Na komm, Sigrid. Alles oder nichts. Du gegen mich. Ja, ich probier's. Ich komme zwar nur auf 95% gerechnet, aber das hatten wir ja heute Abend schon. Ich kam ja auch mal auf mehr als 100%. Ah, oh, hast du da noch? Okay, 579. Aua. Oh, der hat reingehauen. Nee, reicht nicht. Meinst du nicht, wenn er jetzt noch Glück hat? Secret? Nee. Mal gucken. Wow, okay, noch ein ganzes Stückchen sogar. Aber ich glaube, wir haben uns auch echt scheiß Charaktere einfach ausgesucht, die halt gegeneinander sehr lange bestehen können. Ja, wir sind aber auch halt Pro-Gamer, ne? Das oder einfach beide totale Noobs. Ich glaube eher so. Okay. Ah, ich könnte jetzt auf mutig machen, ich kann aber auch auf Feigling machen. Was macht mehr Sinn? Hm. Oh, das ist echt risky, wenn ich das jetzt machen würde. Boah, wäre das... Nee, ich glaube, das ist schon zu risky-mäßig. Hm. Ich könnte... Nee, da kommt der nicht hin, glaube ich. Okay, das macht nichts. Ah, die stehen hier gerade alle ein bisschen blöde. Hm, nee, bringt mir auch nichts. Scheiß, wenn ich einfach mal so ohne Zugkosten so Einheiten von einem Platz zum anderen austauschen kann. Tja. Okay, ich mach auf Nummer sicher, nämlich ich. Ja, doch. Hm, 400. Da ist alles weg. Mit dem könnte ich 300 heilen und könnte mir noch ein Schwertling holen. Machen wir es vielleicht lieber so. Achso, ich könnte immer noch kampieren für 300. Oder vielleicht sogar noch besser. Ja, das ist vielleicht sogar noch geiler. Hä? Boah, da
ist aber so mega riskant. Ja, ist schon fast zu riskant. Ich gehe vielleicht doch lieber einen Schritt weiter weg, oder? Obwohl, ich kann. Doch, das würde gehen. Ja, ich muss das immer laut machen, Entschuldigung. Ja, das war klar. Arschkeks. So, jetzt steht wieder einer auf der Brücke und steht dir im Weg. Das ist natürlich praktisch. Ich habe halt leider nur kein Geld mehr, um mich zu heilen. Ich bräuchte halt mindestens 300. Also ich bin jetzt ziemlich mit Nuru immer noch in der Gefahr, natürlich. Wenn du jetzt Glück hast, kannst du mich vielleicht trotzdem killen. Naja, so. Mehr kann ich nicht tun. Ja, ich breche ins Essen, ey. Geht nicht. Kannst mich nicht killen. Komm nicht dran. Oh, ich hätte Ach so, stimmt. Der Fluss macht ja das. Ah, du kannst ja gar nicht vier durch den Fluss rennen. Ja, zumindest nicht mit Sigrid. Ja. Jetzt muss ich gucken, ob das reicht mit meinen Nekromanten. Laut Anzeige 25%. Okay. Du hast 18. Na, jetzt kannst du ja sogar hier rüber rennen. Nein, das kriegst du jetzt hin. Das war's. Sollte vorbei sein. Das habe ich vorhin aber schon mal gedacht. Vor drei Stunden. Das war's. Nee, das war's. So viel Glück kann ich nicht haben. Nee. Oh, Gott sei Dank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass die Runde irgendwann mal vorbei ist. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Ah. Aber ich hätte echt nicht gedacht, dass es so spannend wird. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Krass. Also auch wenn ich jetzt gewonnen habe, muss ich sagen, ich fand's geil, ja. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Nee, aber cool. Und das auf so einer kleinen Karte vor allem. Also echt so, dass man hier stundenlang auf einer winzigen kleinen Wüstenkarte spielen kann, ist schon echt krass. Ich stell dir jetzt mal auf einer großen Karte vor mit 10 Städten und 3 Kasernen für jeden. Oh Gott. Obwohl ich mich frage, ob es nicht vielleicht hier sogar durch die Brückensituation vielleicht unnötig länger gedauert hat und vielleicht auf einer Karte, wo man eher an mehreren Punkten offen sich gegenüberstehen könnte, vielleicht sogar schneller gehen würde. Ja, weil wir uns hier halt immer in der kleinen Brücke versammelt haben. Das ist möglich, ja. Aber war eine coole Runde, also hat Spaß gemacht tatsächlich. Ist echt ein geiles Spiel, muss man schon sagen. Macht echt Laune. Jetzt finde ich das auch wieder gut, das Spiel. Nein, also mir macht es auch Spaß, auch wenn ich verloren habe, weil es auch einfach so ein knappes Ding war und eigentlich immer hin und her ging. Erst warst du fast tot, dann war ich fast tot, jetzt endlich mal. Dann musstest du wieder wegrennen, jetzt ich. Mensch, und abendfüllend mit 1 Stunde 37 Minuten. Nicht schlecht, ja. Besser als RTL gucken. Na, das ist sowieso. Alles ist besser als RTL gucken. Was haben wir jetzt hier für Anzeigen? Warte mal, was ist das jetzt mit dem Schwert und mit den Totenschädeln? Wie viele Einheiten gestorben sind und wie viele man respawnt hat, oder? Ich würde sagen, 29 Einheiten gespawnt und 24 getötet. Obwohl, nee, das kann ja nicht sein, ne? Warte mal, wir haben das auch diagonal. Guck mal, 29 ist bei dir Schwert, 29 bei mir tot, 24 bei dir tot, 24 bei mir Schwert. Hä, was ist das? Ich glaube, ich habe 29 besiegt und 24 wurden von mir besiegt. Das wird dann passen. Dass du 24 dann sind von meine mir besiegt hast. Hä? Ja, du hast dann 24 von mir besiegt und ich 29 von dir. Ja doch, stimmt. Ja, na klar. Ja, klar, ist logisch. Puh. Oh, gut. Ja, Mensch. Was für ein Video. Wie gesagt, 1 Stunde 38 Minuten mittlerweile. Ich fand's ziemlich geil. Ich werde das auch in ein Stück hochladen. Du vermutlich auch, oder? Echt? Ich weiß gar nicht, ob ich das so... Obwohl, die Grafik ist nicht so krass. Also eigentlich müsste es funktionieren. Also ich habe halt das Problem, bei krassen Spielen, da versagt dann meine Internetleitung bei so langen Zeiten. Ah, okay. Aber das dürfte eigentlich hier funktionieren. Das war ja auch ganz klein, die Datei tatsächlich jetzt. Ist ja nur Pixelgrafik. Ich guck mal, ob ich das an einem Stück hochladen kann. Ansonsten vielleicht wenigstens 2 teilen, falls es jetzt zu viel sein sollte. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ja, das eilen wir uns gleich. Ja, ich hoffe, liebe Zuschauer, dass ihr auch Spaß dabei hattet. Ist natürlich, ihr seht natürlich nicht viel. Ihr seht auch immer nur das, was auf einer Seite halt ist. Wenn ihr jetzt das Video bei einer Person guckt, ist natürlich immer ein bisschen schade für euch. Wäre cool, das müssten wir eigentlich machen. Das wäre voll cool, wenn wir das Splitscreen-mäßig machen würden. Aber... Ja, das wird ein bisschen schwierig. Ginge auch. Ja, wir müssten halt beide Aufnahmen uns rüberschicken und dann so im Splitscreen es laufen lassen. Dann hätte der Zuschauer natürlich mehr zu sehen. Das wäre natürlich schon geil. Ja.
Könnten wir vielleicht noch gleich mal drüber reden, ob man das vielleicht so machen kann. Oder ob wir sagen, hey Zuschauer, ihr müsst euch zweimal, wie viel war das? 1 Stunde 38 Minuten? Mittlerweile 1 Stunde und 40 Minuten. Ja, ihr müsst euch einfach zweimal 1 Stunde 40 Minuten reinziehen, damit ihr alles seht. Aber das ist echt, Der Rimtour macht das. Ich grüße dich nochmal hier an der Stelle. Ja, aber... Also ich glaube, ich würde das nicht machen. Nee. Ich glaube, das kann man kaum verlangen von einem Zuschauer. Aber dennoch, also, was die Zuschauer auf jeden Fall machen können, ist unsere beiden Kanäle besuchen, jeweils natürlich die Videos liken, Kommentare schreiben, wenn ihr Bock drauf habt, und das freut uns immer sehr. Ja, auf jeden Fall. Sagt uns auch gerne mal, was ihr so für Erfahrungen im PvP-Modus dieses Spiels schon gemacht habt, wenn ihr das auch schon gespielt habt. Das würde mich auch mal interessieren, ob ihr das auch so kennt, dass die Runden so extrem scheiße lange dauern oder ob ihr da eher die Gegner so in 20 Minuten wegbombt. Das würde mich auch mal interessieren. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns erstmal für diese Folge von den Zuschauern. Jawohl. Dankeschön fürs Zugucken. Und jetzt schaltet aus. Ja, genau. Schaltet aus, wie Peter lustig immer gesagt hat. Ne? Ja, da unten. Und guckt RTL. Ja, genau. Oder auch nicht. Ja, vielleicht also. Lieber Peter lustig oder so. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.